Sag mal, Anna Franziska, was sollte man als Kosmetikerin eigentlich für Themen posten auf Social Media? Hast du da irgendwie einen Tipp oder sowas? Absolut. Und zwar ist ja diese typische Frage, ich finde bei den meisten Kosmetikerinnen, wenn es ums Thema Social Media Marketing geht, was soll ich überhaupt posten, was macht überhaupt Sinn? Und der größte Fehler ist eigentlich, sich wirklich dann Gedanken zu machen, okay, was soll ich posten, dann wieder darüber sich erstmal ein Bild rauszusuchen, dann was soll ich schreiben, was mache ich für Hashtags. Man ist, die meisten sind rein theoretisch überhaupt überfordert damit, überhaupt den richtigen Content in der Geschwindigkeit zu produzieren, den man Ja. auch wirklich braucht online. Das heißt, man scheitert rein theoretisch schon, bevor der erste Post überhaupt abgesendet ist oder letztendlich auch an der Kontinuität. Ja, stimmt. Da haben ja die meisten ja wirklich Schwierigkeiten, ne? Also gerade wenn Ja, die Kontinuität angeht, ja. absolut. Und vor allen Dingen natürlich sind das dann solche Postings, die mal eben schnell auf Anführungsstrichen hingerotzt Ja, werden. Die werden dann irgendwie zur gepostet und dann, naja, Vorlage. schnell, oh, Hauptsache heraus, schönes Wochenende, irgendwie ein Bild, naja, Hauptsache irgendwie. Das ist ja klar, dass man natürlich dann viel Zeit drauf geht, bis man sich überlegt hat, bis der Post dann auch fertig ist, bis man ihn dann gepostet hat. Dann ist man natürlich von den Endresultaten nicht wirklich begeistert. Da kommen dann vielleicht ein paar Likes, wenn überhaupt, guck mal, ein paar Kommentare, da ist man schon mega dankbar. Aber dass das natürlich jetzt nicht die zündende Idee ist, um Neukunden zu gewinnen, dürfte uns allen eigentlich klar sein nach ein paar Postings. Ja, das stellen sich, glaube ich, auch Kosmetiker immer so ein bisschen einfach vor. Ne? Man postet irgendwie einmal oder Ja. zweimal und dann erwartet man irgendwie den Kundenandrang. Ne? Ja, vor allen Dingen kommt es ja auf ganz andere Komponenten Ja. letztendlich auch an, wenn ein Post wirklich die Zielgruppe, die Wunschkunden auf gut Deutsch mal Ja. ansprechen soll. Und da kann ich vielleicht mal kurz ein paar Impulse geben, Ja. worauf es denn überhaupt Ja, ankommt, wenn bitte. man jetzt Neukunden gewinnen möchte online. Und zwar ist es ja zum einen bei den Postings, okay, was spricht meine Zielgruppe an, was interessiert meine Zielgruppe, dass man sich auch mal überlegt, was für Fragen stellen denn meine Kunden bei mir auch im Institut, wenn wir zu Behandlungen kommen, wenn es um meine Dienstleistungen geht, was könnte die Leute vielleicht interessieren? Und dann kann man doch schon mal die drei größten Fragen, die permanent im Institut eigentlich auftauchen, in der Praxis oder im Studio, schon mal online beantworten, sodass man zum Beispiel das Marketing darauf ausrichtet, was will denn der Kunde überhaupt relevant Wissen. Und der Rest ist dann eigentlich nur noch Füllmaterial letztendlich, um halt auch ja, Content, guten Content zu produzieren. Da kann man sich mal überlegen, okay, was sind so die größten Vorurteile zum Beispiel, wie Kunden zu mir kommen, was erwarten die von mir, was denken die über mich? Und darüber lässt sich ja auch schon mal sehr gut kommunizieren. Also rein theoretisch muss man sich immer denken, wenn du jetzt ein Restaurant aussuchen würdest, dann würdest du sagen, okay, ich möchte jetzt ein italienisches Restaurant und du würdest jetzt vier, fünf Restaurants haben, ja, die sich dort eben präsentieren auf verschiedenen Plattformen, Google, ja. Und für welches Restaurant würdest du dich dann entscheiden? Also was müsste dieses Restaurant haben, zeigen, damit du dich dafür entscheidest, dort nun hinzugehen? Und das lässt sich eigentlich auf alles draufsetzen. Das ist ein Konzept, das immer funktioniert. Also was würde ich sehen wollen, um dort als Kunde hingehen zu wollen? Und dann weißt du auch automatisch immer, was zu posten ist online. Naja, stimmt. Und die Frage stellt sich irgendwie keiner in der Beauty-Branche, ne? Nee, weil man, glaube ich, in dieser Behandlungsbubble, Ja, in dieser im Alltag, Kosmetikbubble, ne? in diesem Ja, Alltagsbubble total gefangen ist. ja. Man sieht natürlich dann immer nur, okay, da muss ich meine Geräte beschreiben, da muss ich meine Ja. Behandlungen beschreiben, da muss ich irgendwie meinen Service gut erklären, dann muss ich mich irgendwie selber noch großartig reden, wie viel Expertise ich habe und so weiter. Also viele verkaufen sich online so krampfhaft und das funktioniert genauso schlecht bei der Zielgruppe, wie man eben die ganze Zeit nur über seinen Fachbereich redet. Fachchinesisch hat noch keinen hinter der Ecke hervorgelockt. Das heißt, man muss einfach immer gucken, spreche ich die Sprache der Zielgruppe, beantworte ich die Fragen meiner Zielgruppe und wirke ich eben auch attraktiv auf die Zielgruppe. Attraktiv heißt nicht, dass du jetzt irgendwie Botox und Hyaluron spritzen sollst, sondern das heißt eigentlich nichts anderes wie, wie präsentiere ich mich und präsentiere ich mich als die Person, die der Kunde in dem Moment benötigt. Und wenn das nicht der Fall ist, natürlich kommt dann auch keiner. Naja, klar. Und man sieht es ja auch oft gerade vom Image her, ne? Ja. Ich meine, Social Media wird immer relevanter Ja. und die Leute springen natürlich auch irgendwie von Google auf Ja. Instagram, auf deine Webseite und so, ne? Und informieren sich ja auf diesen Kanälen über dich. Und wenn dann natürlich teilweise ja auch so komische Vorlagen, Ja. diese, weißt du, was ich auch so oft gesehen habe, diese ganzen Vorlagen von den Herstellern oder diese Canva-Vorlagen mit irgendwelchen Beauty-Bildern und so, das ist ja auch etwas, was nicht mehr funktioniert Schon 2024. lange nicht mehr, du, Ne? schon lange nicht mehr. Das war ja schon, vorletztes Jahr war das ja schon vorbei eigentlich. Da kam der Trend ja noch auf mit diesen Das Canva-Vorlagen, weil stimmt. ja sonst allem kein irgendwas anderes eingefallen ist, weil die ganzen Social-Media-Kanäle alle nicht mehr funktioniert haben, weil alle keine Kunden mehr gewonnen haben, weil die Werbeanzeigen nicht mehr funktioniert haben. Da kam man auf die glorreiche Idee,
irgendwie Canva-Vorlagen reinzumachen, weil es irgendwie schick im Feed aussieht. Weil es schnell geht. Ja, weil es auch schnell geht. Ja, aber das Problem ist, ich meine, wir alle haben schon mal irgendwie irgendwas reingeklatscht, wir alle haben schon mal irgendwas gemacht, weil uns gerade irgendwie die Inspiration, die Lust fehlte. Ja, sind da Kunden bei rumgekommen. Also ich glaube, dass wir alles mit Nein beantworten können. Und das geht mir selber ja genauso. Aber deswegen ist es umso wichtiger, eigentlich sich halt schon vorher mal Gedanken zu machen, statt einfach irgendwas reinzuposten, weil einem gerade irgendwie die Inspiration, die Zeit fehlt. Da gibt es auch keine Ausrede. Selbst wenn die Zeit fehlt, wir alle brauchen letztendlich irgendwie zuverlässig Premium-Kunden. Ja. Jetzt nicht vielleicht 30, 40, aber zumindest in zuverlässiger, in zuverlässigen Abständen brauchen wir alle mal Neukunden. Und das ist einfach ein gängiger Prozess, den man in den Alltag integriert. Da muss man sich vorher Gedanken machen, was wollen meine Kunden sehen. Da muss man attraktiv wirken. Man muss wissen, was man zu posten hat, wie man es zu posten hat. Man braucht eine Strategie. Ansonsten brauchst du da gar nicht anfangen. Dann lass es lieber. Da sparst du wirklich die Zeit, weil mit schönem Wochenende und irgendwie einer Canva-Vorlage. Also, boah, also, da hast du mich auch nicht überzeugt. Wirklich nicht. Naja, vor allen Dingen auf Social Media, da ist ja wirklich jeden Tag kommt da irgendwie ein neuer Trend und so weiter. Ich meine, muss man natürlich wissen, wie macht man das jetzt vor allen Dingen, ne, heutzutage? Ja, weißt du noch, letzte Woche habe ich auch noch ein Video gepostet, das war der absolute super Obertrend, gell? Zwei Wochen später war das schon wieder total veraltet, da brauchst du auch nicht mehr posten. Ja. Wenn ich das jetzt gewartet hätte, noch mal irgendwie einen Tag oder so, zwei Tage, wäre das Ding schon wieder über den Jordan gegangen. Deswegen, um zuverlässig Neukunden zu gewinnen, vor allen Dingen auch ab dem ersten Post, also wirklich Postings zu kreieren, die auch konvertieren, die Neukunden bringen, die Wunschkunden bringen und vor allem ja noch die Kunden, die du dann auch benötigst und ansprechen willst, ist ja auch schon mal die Challenge und die Herausforderung. Und da muss man einfach eine Strategie haben. Und wenn man das nicht zur Hand hat, dann ist das letztendlich einfach nur wahllos irgendwas posten. Und dann braucht man sich natürlich auch nicht wundern als selbstständige Frau, Beauty-Unternehmer, dass da natürlich keine Kunden kommen. Denn die, die es halt verstanden haben, die holen es letztendlich einfach die Kunden, die sie möchten. Und du kannst dann die Reste zusammenkratzen und kriegst halt ab und zu mal einen Kommentar von wegen, was kostet. Aber die wollen wir nicht. Ja. Und wenn du es nicht verstanden hast, in der heutigen Zeit Marketing zu machen, richtig das zu machen, andere haben es verstanden. Und umso weniger, umso mehr du Ausreden auch hast und die Zeit verstreichen lässt, umso weniger Kunden werden letztendlich auch an dir kleben bleiben. Ja, wir haben mittlerweile auch viele Kunden, die sich auch bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch eingetragen haben auf der Webseite. Boah. Und eben, weil sie diese Strategie auch lernen wollen. Wer soll es sonst wissen? Ne? Ich kann dir da wirklich eine Sache sagen, ich höre fast in jedem Call, ich weiß nicht, was ich posten soll und ich kann zum einen, habe ich Verständnis und Mitleid auch mit diesen Personen, weil man weiß es ja wirklich nicht besser, woher soll man es wissen, man lernt es ja auch nirgendwo und zum anderen denke ich mir so, wer es in der heutigen Zeit noch nicht verstanden hat, seine Zielgruppe anzusprechen, Menschen, mit denen man 80% der Zeit verbringt, seiner Lebenszeit, ja, mit dem man tagtäglich mehrere Stunden aufeinander sitzt. Also wer soll dir das sagen als deine Zielgruppe, was du wirklich posten sollst? Naja, total. Da muss man aufwachen. Und da halt die richtige Strategie zu haben, natürlich ist es nicht nur, was poste ich, sondern auch das ganze Konstrukt drumherum, Hashtag, Targeting, Ortsmarkierungen, wie nutze ich den Algorithmus, wie nutze ich Reichweite, wie nutze ich Engagement, das sind ja alles so Sachen, wenn man das vorher überhaupt nicht weiß, dann kann man auch noch gute Postings machen und selbst darüber würde nichts kommen. Also es ist ja nicht nur, wie spreche ich meine Zielgruppe an, wie bekomme ich meine Postings attraktiv gestaltet, sondern auch die komplette Social-Media-Strategie, was ist generell auf deinen Kanälen zu sehen, was ist in der Sichtbarkeit, wie viel Sichtbarkeit hast du prinzipiell in deiner Region und vor allem auch so genannte Alleinstellungsmerkmal. Aber das beantwortet eigentlich auch die Frage, was sollst du posten, weil Alleinstellungsmerkmal fließt mit ein und das ergibt dann eigentlich einen super tollen Social-Media-Kanal, der regelmäßig neue Kunden gewinnt und das sind Kunden, die vielleicht bereit sind, 200, 300, 400, 500, 600, tausender Beträge ab der ersten Behandlung, ab dem ersten Termin bei dir auszugeben und das sollte ja eigentlich das Ziel sein, sich diese Sahnestückchen, diese Sahneschnittchen überall natürlich auch aus seiner Region rauszupicken und wenn du es nicht machst, jemand anders macht es garantiert. Ja, deswegen, ne, wenn das jetzt irgendwie für dich interessant ist, dann einfach auf die Webseite gehen, oder? Ja, einfach wie gesagt, wenn du sagst, okay, hey, ich möchte auch einfach meine Sahneschnittchen jetzt da rauspicken, ich möchte meine Traumkunden, dann ist es ganz easy, einfach auf die Webseite zu gehen, sich dafür ein kostenloses, unverbindliches Beratungsgespräch einzutragen und dann mit mir genau darüber zu sprechen, wie sowas für dich aussehen könnte. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Absolut. Danke nochmal,